Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von Videobuster. Mein Name ist Michel und heute gibt es drei Filme, die bald auf Blu-ray und DVD erscheinen. Der erste Top-Film für heute ist London Has Fallen. In Anbetracht des Sicherheitsaufwandes ist dies nicht nur die Versammlung der mächtigsten Staatsoberhäupter der Welt, es ist auch das am besten geschützte Ereignis auf Erden. Willkommen in London, Mr. President. Was ist los? Gar nichts. Nur ein bisschen angespannt. Das Ganze ist die Fortsetzung von Olympus Has Fallen, wo Jared Butler den Präsidenten der Vereinigten Staaten vor Terroristen beschützen musste. Und in diesem Teil muss er genau dasselbe nochmal machen, aber diesmal spielt das Ganze in London. Runter! Ein Angriff hat heute die britische Hauptstadt erschüttert. 5 Staatsoberhäupter der Welt sind nun tot. Nein, ihr bleiben! Wir bringen sie heraus! Der amerikanische Präsident wird derzeit vermisst. Und ich muss ehrlich sein, ich fand den zweiten Teil wirklich besser als den ersten Teil. Das Ganze ist ein reines Nonstop-Action-Spektakel von der ersten bis zur letzten Sekunde. Inhaltlich ist das Ganze natürlich mega schwach und man sollte das Ganze überhaupt nicht ernst nehmen. Dafür macht das actionmäßig eben viel mehr Spaß. Und Action-Fans werden hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Falls ihr euch diesen Film bei Videobuster ausleihen wollt, dann könnt ihr dies tun und zwar ab dem 18.07. Der zweite Film für heute ist Auferstanden. Der Nazarener hatte gesagt, er würde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Wenn das stimmt, wird es gewaltige Unruhen schaffen. Wird irgendjemand das glauben? Die Schwachen schon. Es wird keine anderen Götter geben. Töte ihn. Das Grab ist versiegelt. Bewacht es mit eurem Leben. In diesem Film geht es um die Auferstehung von Jesus. Das Ganze wird aber diesmal aus der Sicht eines Nichtgläubigen gezeigt. Denn Clavius wird beauftragt, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Er soll dieses Rätsel der Auferstehung nämlich lösen. Denn sollte er keine erklärbare Lösung dafür finden, dann könnte ein Aufstand in Jerusalem entstehen. Tribun, Pilatus will ich sehen. Die Leiche ist verschwunden. Sein Grab ist leer. Wohin ist er verschwunden? Sag du es mir. Und schon behaupten sie, er wäre vom Tod wieder auferstanden. Cäsar darf hier nicht auf Unruhen stoßen. Wir müssen eine Leiche finden. Ja, und bei diesem Film kann ich eigentlich nur sagen, dass er eigentlich ziemlich unspektakulär ist. Denn jeder von uns kennt die Geschichte von Jesus' Auferstehung. Die haben wir in verschiedensten Formen schon gesehen, gehört, gelesen. Und diesmal wird sie einen eben nochmal neu aufgesetzt. Wir wissen halt, was passiert und wir wissen halt alle, wie es ausgehen wird. Von der qualitativen Umsetzung ist der Film auch eher unterm Durchschnitt, also was Schauspieler und Settings und das ganze Bild an sich anbelangt. Also es gibt heutzutage viele Serien, die einfach besser aufgestellt sind als dieser Film hier. Wer sich aber dafür interessiert, kann sich diesen Film ab dem 21.07. auf Videobuster ausleihen. Und der letzte Film für heute ist Der Spion und sein Bruder, ein Film mit und von Sacha Baron Cohen. Sichtkontakt zum Ziel. Hab dich! Wer zum Teufel bist du? Dein Bruder! Ich suche dich seit 28 Jahren und jetzt habe ich dich gefunden! Oh mein Gott, wie wär's mit dem Kuss? Nicht auf den Mund, ich bin nicht aus London. Ja, in diesem Film geht's um Nobby, gespielt von Sacha Baron Cohen. Und Nobby ist halt so ein leicht asozialer Typ. Was heißt leicht asozial? Er ist asozial, ist aber trotzdem ein netter, gutmütiger Kerl, der nach etlichen Jahren endlich mal wieder seinen Bruder findet. Sein Bruder ist mittlerweile Spion in einer laufenden Mission und wie das Schicksal es so will, bringt sein dämlicher Bruder ihn in Schwierigkeiten. Unfreiwillig schließen die beiden sich zusammen, um diese Mission zu beenden. Und jetzt bin ich hier in London mit meinem lang vermissten Bruder. Keine Angst, sind kugelsicher. Nicht! Unsere Scheiben sind kugelsicher! Fenster hoch! Biu! Du hast die Mission vereitelt. Ich muss verschwinden. Ich hab das perfekte Versteck für dich. Und wer Sacha Baron Cohen und seine Filme kennt, also Ali G, Bruno, Borat und so weiter, der weiß, dass er gerne mal so Fäkalhumor einbringt. Und vom Fäkalhumor-Level toppt dieser Film eigentlich alle anderen, die er bisher gemacht hat. Denn es passieren hier so krasse, ekelhafte Sachen, wo man nicht glauben mag, dass man das gerade wirklich in einem Film sieht. Eins kann man zu diesem Film auf jeden Fall sagen, man vergisst ihn nicht so schnell. Actionmäßig wird hier sogar auch was geboten und insgesamt sorgt der Film für einige Lacher. Eins möchte ich aber auf jeden Fall nochmal sagen, der Film hat eine FSK 12, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil er mindestens ab 16 sein soll. Wie gesagt, es passieren wirklich
krasse, ekelhafte Sachen, die ein 12-Jähriger nicht sehen sollte. Und auch diesen Film gibt es ab dem 21.07. auf Videobuster zum Ausleihen. Jetzt kommen wir noch zu den Videobuster Blu-ray und DVD-Charts. Und als Neuansteiger haben wir nur einen Film, und zwar Hail Caesar auf Platz Nummer 7. In der Top 3 haben wir auf dem 3. Platz Erschütternde Wahrheit. Auf Platz Nummer 2 ist Spotlight. Und die Nummer 1 ist immer noch Deadpool. Weitere Infos zu den Filmen und zu Videobuster findet ihr unten in der Infobox. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal hier. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bye bye.